Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da ist gleich Matthias Modica, mein Studiogast. Und wir starten mit dem Titel Blumen der Vernunft. Blumen der Vernunft aus dem Album Sonic Rohstoff von Matthias Modica. Und den freue ich mich heute als Studiogast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend, Olaf. Vielen Dank für die Einladung. In den mittlerweile 35 Jahren meiner wöchentlichen Sendung hatte ich viele mehrmals hier bei mir zu Gast. Unser letztes Interviewtreffen liegt sage und schreibe schon 17 Jahre zurück, da musste ich nochmal recherchieren, zur Aperitivo. Munk war damals dein sehr abgefeiertes Musikprojekt mit einem Mitstreiter. Damals gab es auch noch dein Gomma-Label. Von wann bis wann war das aktiv? Also Gomma haben wir so aus dem Kinderzimmer, WG-Zimmer heraus im Jahr 2000 gegründet und ich habe es dann so mehr oder weniger 2015 eingestellt. Mittlerweile hast du zwei spannende neue Labels am Start, Toytonics und Cryptogs. Über die und vieles mehr wollen wir in den kommenden zwei Stunden hier sprechen. Zurück aber noch einmal zum eingangs gehörten Blumen der Vernunft von deinem aktuellen Album Sonic Rohstoff. In Berliner Studios im Zeitraum 2016 bis 2020 in der Nacht, wie auf dem Cover zu lesen ist, entstanden.
Der Matthias Modica 2021 präsentiert sich ja von einer etwas anderen musikalischen Seite als zu Munk-Zeiten. Warst du so von der reinen elektronischen Clubmusik etwas gelangweilt, dass du dich mit deiner Musik und deinen Labels doch mehr in Richtung Jazz geöffnet hast? Ja, wie du sagst, es sind zwei neue Labels, die wir, muss ich sagen, weil ich bin nicht alleine. Ich leite sie zwar, aber ich habe 3-4 Mitstreiter, die auch vielleicht wichtig praktisch halb so alt sind wie ich. Und gemeinsam ist es, glaube ich, die richtige Symbiose. Ich bin jetzt etwas über 40 und das führt auch dazu, dass ich natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf Musik, vor allem auf elektronische Musik oder aus Musik aus deutschen Landen habe als vielleicht 20- oder 30-Jährige. Dann kommt dazu, dass ich ursprünglich Musiker bin und jetzt zwar viel als DJ auch und Plattenlabel-Mensch agiere, und aber in erster Linie von der Musik komme. Ich habe Klavier studiert, ich habe Musik studiert, ich komme aus einem richtigen, in Anführungsstrichen, Musikerumfeld, wo jeder mindestens 2 Instrumente spielt und auch in meinem Umfeld grundsätzlich immer Leute waren, die sich mit Musik wirklich sozusagen ernsthaft beschäftigt haben, abseits von jetzt Trends oder aktuellen Partyströmungen oder so. Und ja, mit diesem Hintergrund sozusagen ist es so, dass ich immer schon Musiklabels gemacht habe, um was Originelles zu schaffen. Mhm. Ich gucke mir als begeisterter Musikhörer und Finder, der ich auch bin, immer an, was um mich herum passiert, was vorher passiert ist, versuche zu verstehen, wo die Zeit hingeht, was in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht interessant werden könnte oder größer wird, und versuche da sozusagen den originellen Platz zu finden für die Künstler, die ich versuche zu pushen, oder die 2 Labels, die ich betreibe, nämlich Teutonic und Cryptox. Um das jetzt abzuschließen, sozusagen in dem Gesamten, aus meiner Perspektive, die dann zwar subjektiv ist, aber dann doch vieles einschließt, was ist es eben ein bisschen so gewesen, dass es einen Moment gab, du sagst vor 17 Jahren war die Welt ganz anders. Ja, ja. Techno war gerade praktisch weg, hatte so seinen ersten Peak erreicht, war schon seit 3, 4 Jahren eigentlich total in die Ecke geschoben, weil da hatte man gedacht, man hat jetzt das alles schon begriffen, da gibt es jetzt keine großen Neuerungen, andere Musikrichtungen sind interessant geworden vor 17 Jahren. Und jetzt sind wir an dem Punkt, die letzten 2, 3 Jahre, wo Techno größer geworden ist und elektronische Tanzmusik im Allgemeinen größer als alles, was man sich hätte jemals vorstellen können. Es ist ja wirklich die Musik, die hier in den Bunkern um 92 entstanden ist, und in München in irgendwelchen Afterhouren und in Frankfurt und in Detroit, die ist, das hätte sich ja keiner denken können, mit der gleichen Ästhetik, mit der gleichen Härte teilweise, einfach die Massenmusik für amerikanische Hausfrauen, genauso wie für tschechische Lehrer oder für Kids, die vielleicht früher niemals sich mit so einer Sache beschäftigt hätten. So, und jetzt ist es eben so weit, dass diese Musik so riesig ist, und das finde ich großartig nebenbei, aber das bedeutet für Leute, für mich, dass sie sich ganz gezielt nach anderen Sachen umschauen, und das mache ich seit 5 Jahren sozusagen, als wir gesehen haben, elektronische Musik ist jetzt Mainstream, was gibt's Neues, wo finde ich die interessanten Leute? Da werden wir ja viel in den kommenden 2 Stunden hier hören. Viele Titel deines Albums Sonic Rohstoff haben originelle Namen. Wie kam es zu dem von Blumen der Vernunft? Tja, ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil ich immer hoffe, damit zu sehen, wer wie drauf reagiert. Viele finden den Titel schön, metaphorisch, poetisch. Mhm. Ich gebe es zu, hier mit dir, ich habe ihn gestohlen. Und ich sage auch, wo ich es gestohlen habe, weil das finde ich nämlich wichtig. Und der Titel des Albums ist nämlich auch eine Reminiszenz. Es geht um Jörg Fauser. Und Blumen der Vernunft ist ein Terminus, den er in einem seiner Bücher benutzt und der mir sehr gefallen hat. Ah, okay. Und den ich dann sozusagen benutzt habe. Ich wollte eigentlich das ganze Buch Jörg Fauser widmen, fand das aber dann ein bisschen vermessen und habe das dann wieder ein bisschen zurückgedreht. Bevor wir wieder in die Gegenwart zurückkommen, habe ich jetzt ein Stück aus dem Munk-Debütalbum aufliegen. Wie gesagt, da warst du das letzte Mal hier bei mir in der Sendung zu Gast. Entstanden in Zusammenarbeit mit James Murphy vom LCD Sound System ist dieses Stück. Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Ich habe damals Gomma seit ungefähr 2, 3 Jahren angefangen, mit meinem Partner damals, und das hatte absurderweise, oder im Nachhinein hat man es auch relativ nachvollziehen können, in Deutschland überhaupt niemand interessiert, aber ganz schnell in England, in Paris und in New York kam ganz viel Resonanz, und aus New York kam eben James Murphy, der damals noch gar kein Label hatte, oder ich glaube die erste Platte. Da gab es DFA noch nicht. Dann. DFA gab es noch nicht in der Form, vielleicht gab es eben eine Platte, er hat aber Partys organisiert im APT und hat uns da öfter eingeladen, da waren wir sehr oft in New York, so zwischen 2000 und 2000.
2005 und haben natürlich dann auch James und die ganze The Rapture Crew, das war so die erste Band, die er produziert hat, und Nancy, die die Sängerin bei LCD war, die waren dann oft in München. Ich habe die ersten Gigs in Europa organisiert für James Murphy, für The Rapture, für andere aus dem Umfeld. Auch hier in Berlin damals hatten wir das von München aus organisiert. Und ja, dann hatten die uns eingeladen, mit Gomma in New York da öfter zu spielen. Wir haben sie eingeladen und irgendwann waren wir halt gemeinsam im Studio in München und haben die ersten Stücke gemeinsam aufgenommen. Es war am Ende dann ein ganzes Album mit der Nancy, der Sängerin von LCD, und eine Nummer mit James, Kick Out the Chairs, die gerade auch nochmal rauskam in England, jetzt von Fatboy Slim in so einer neuen Compilation.
Radio 1 Elektrobeats. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das ist heute Matthias Modica, mein Studiogast, Musiker, Produzent, E&A, Labelbetreiber, Grafiker, Illustrator, Ausstellungsmacher, Veranstalter und noch vieles mehr. In welcher der gerade aufgezählten Tätigkeiten findest du besonders Erfüllung? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht momentan in der des Veranstalters, denn es gibt seit Anfang Juli die Cryptox Sessions in einem neuen Club und die Teutonic Jam Open Airs. Ja, also welche Rolle, vielen Dank für die nette Beschreibung, war mir gar nicht ganz so bewusst. Man macht das meiste was ja man dann, alles, was alles so macht. Aber es ist sehr intuitiv. Diese Veranstaltung, die du gerade angesprochen hast, ja, das ist wahr. Wir haben das gerade begonnen mit den freundlichen Genehmigungen von der Stadt Berlin. Gibt es jetzt ein paar Locations, die was machen dürfen und wir sind mit beiden Labels. Ich betreibe ja Teutonix mit ein paar Jungs. Das ist so ein sehr vorausdenkendes Dance-Label und eben Cryptox als Label für neue Formen von gespielter Bandmusik, sag ich mal. Da gibt es jetzt zwei Locations, in denen wir eingeladen wurden, Veranstaltungen zu machen. Beides läuft sehr gut im Rahmen der Genehmigungen, also Maskentests und Beschränkungen. Der Cryptox-Abend ist jeden Donnerstag in einer neuen Open-Air-Location namens Aiden und da spielen immer Bands jeden Donnerstag und da sind wir selber total überrascht. Das ist eigentlich ein Techno-House-Club, in dem auch normalerweise am Wochenende fast nur Leute spielen aus About Blank, Panorama, aber aus diesen Umfeldern. Und die Jungs sind aber sehr, sehr offen und haben auch die Zeichen der Zeit erkannt, dass sich eben nach Corona auch in Berlin vieles musikalisch weiterentwickelt hat, sag ich mal, geändert hat, Publikum neue Geschmäcker entwickelt, eine größere Offenheit auch, vor allem die Generation, das beobachte ich, das Ältere, die Generation der 20-Jährigen ist weltweit wahrscheinlich, aber gerade auch in sagen wir mal, bürgerlichen Ländern wie Deutschland sehr, sehr viel weiter, als oft es auch die Veranstalter vielleicht sind. Die Musikgeschmäcker haben sich weiterentwickelt bei vielen Leuten. Die letzten 2, 3, 4 Jahre stellen wir fest. Auf jeden Fall haben wir
diese Einladung, diesen Abend zu machen, einmal in der Woche, da spielen nur Bands, also mit DJs, aber jedes Mal Bands. Und Berlin hat, ich habe das selber nicht glauben können, inzwischen bin ich so tief eingetaucht. Es gibt in Berlin, fast jeder ist ein Discjockey jetzt, so ein bisschen der Running Gag bei den Veranstaltern. Vor Corona gab es noch Barleute, inzwischen ist jeder Barmensch auch DJ. Es ist doch relativ einfach dann und so weiter. Aber die Realität ist, Berlin ist eine Stadt der Musiker geworden. Mhm. Die sind leider ein bisschen zugedeckt von der Dance-Realität, dessen Teil ich ja auch bin und war. Aber Berlin ist das Zentrum der großartigen, innovativen, originellen, wahnsinnigen, verrückten, freidenkenden Musiker der ganzen Welt, die hierher ziehen, kurze Zeiten hier sind oder länger. Und mit diesem neuen Abend in dem Aiden laden wir die eben alle ein. Das sind in erster Linie natürlich 20-Jährige, tendenziell altersbedingt. Und musikmäßig kann man das nicht einschränken. Vom Neo-Jazz-UK-Vibe über die neuen Krautrock-Bands und so weiter. Aber die spielen dort. Da kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Genau. Zuletzt haben wir gehört, Musik von deinem Munk-Projekt aus dem Debütalbum Aperitivo Kick Out the Chairs, ein Stück in Kooperation mit James Murphy vom LCD Sound System. Und aus der ersten Krautjazz Futurism Compilation, mittlerweile gibt es ja zwei, Space Station von David Nesselhauf. Wer ist das? David Nesselhauf ist ein Musiker aus Hamburg, der dort nicht ganz unbekannt ist in der lokalen Jazz-Kraut-Musikerszene. In Hamburg gab es das ja immer schon mehr als vielleicht in anderen deutschen Städten. David habe ich entdeckt, wie so viele andere, über Freunde, übers Internet, über Social Media, und irgendwann ist er aufgetaucht und ich fand es wunderbar. Es hat uns alle sehr angesprochen. Es ist ein Zwischending. Es sind gute Musiker, die aber eine ganz originelle eigene Form gefunden haben. Und du sprachst schon dein eines Label an, von dem wir auch viel Musik in diesen beiden Stunden spielen werden. Cryptox, wann gegründet? Wie viele Releases gibt es da mittlerweile? Und wer gehört da zur Familie, die da regelmäßig veröffentlichen? Also gegründet haben wir es, glaube ich, sind jetzt 3,5 Jahre. Die Planung lief allerdings schon ein bisschen länger, aber man hatte damals schon gespürt, dass die Zeit für sowas reif wäre, aber dann doch noch nicht ganz. Und wir haben dann wohlweislich den Beginn dann etwas verzögert. Wer gehört dazu? Naja, in erster Linie geht es bei dem Label um internationale und nationale Musiker, die erstmal in meinem Umfeld sind. Ich wohne in Berlin und München. München ist die für mich, für viele, eine ganz, ganz wichtige Musikerstadt, während Berlin ja so ein bisschen die Technostadt geworden ist. Beides stimmt so nicht. Beides sind so ein bisschen Klischees. Ich habe aber eben festgestellt, dass doch, wie am Anfang schon gesagt, diese ganze elektronische Welt, deren Teil ich auch war, die war groß, und das ist jetzt, zeigt so gewisse Ermüdungserscheinungen. Und das Originelle kommt dann vielleicht doch von anderen Arten von Musikern, und eben nicht nur ich denken, dass man sieht das ja auch in London oder in L.A. oder in Australien, in den wichtigen Musikstädten wie Melbourne oder London oder auch in New York. Es gibt, das DJ-Ding ist so ein bisschen eigentlich am Vergehen, während wieder die Leute, die Musik machen, und zwar originelle Musik machen, wieder Relevanz bekommen. Das sieht man bei Spotify von den Plays, man sieht es bei den Konzerten vor Corona, man sieht es bei der Entwicklung von Schallplattenverkäufen und was die Majors signen, was die kleinen Labels signen, was so. Und Cryptox war eben so gedacht im Sinne von so viel großartige Musiker und Bands um mich rum hier in Berlin, und die wissen nicht, wo sie ihre Musik rausbringen sollen. Genau, die haben nicht ein Label. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, sollen die anderen alle weiterhin elektronische Musiklabels gründen, dann bin ich der Einzige. Du bist schon oft zu neuen Ufern. Zumindest ist es. Ich habe jetzt aus der aktuellen zweiten Krautjazz Futurism Compilation zwei Stücke aufliegen, die ganz unterschiedlich sind. Bevor wir die hören, vielleicht so ein paar einleitende Worte zu den Künstlern. Das Contrast Trio mit In the Battle und Transport mit Tanz der Melkeimer, sehr origineller Titel. Das ist Niklas Wand nebenbei gesagt, den viele kennen. Okay, und Contrast Trio, wer ist das? Contrast Trio sind drei Jungs aus Frankfurt, die dort auch an der Hochschule studiert haben. Also ganz viele, die meisten Leute auf Cryptox sind, auch wenn es so Banane klingt, sag ich mal, studierte Musiker. Ob die jetzt in Amerika irgendwo an der Jazz-Universität ihre Skills erlernt haben oder an deutschen Hochschulen oder in Graz, waren auch viele, wo es, wenn man sich mit Musik auskennt, dann weiß man, das sind so ein bisschen die wichtigen Manhattan School oder Goldsmith College in London oder in Hamburg an der Hochschule oder auch in München haben viele studiert. Also die meisten auf dem Labels
kommen vom Handwerk, kommen vom Musikmachen und sind aber mit elektronischer Musik, mit Trip, mit Hip-Hop, mit Trap aufgewachsen, weil das ist nun mal so, wenn man unter 35 oder unter 30 ist. Und die bringen diese ganzen Welten zusammen. Was ganz, ganz wichtig ist, und das ist ebenso wichtig an dieser neuen Generation, die sind auch mit Spotify und YouTube aufgewachsen. Das heißt, die haben ein ganz anderes Musikwissen oft, eine ganz andere Musikbildung als Leute über 30, 35, die entweder in der Prädigitalzeit ihr Musikwissen angelernt haben oder einfach auch das noch gar nicht begriffen haben, wie großartig diese freie Verfügbarkeit von Musik ist, die dann vielleicht ein 15-Jähriger genießt und ausnützt und plötzlich mit 25 einen ganz anderen Horizont hat als jemand, der 40 ist und diese Möglichkeiten entweder nicht ausschöpft oder nicht kannte. So, und für die machen wir dieses Label in erster Linie. Nicht konkret, weil wir jetzt nur für junge Leute das Label machen, das wäre vermessen, aber wir spüren, dass die das am ehesten verstehen. Tendenziell 20-Jähriger. Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene.
Das Contrast Trio mit Into the Bottle und Transport mit Tanz der Melkeimer. Zwei ganz unterschiedliche Titel aus der Crowd Jazz Futurism Volume 2 Compilation. Erschienen auf einem der beiden Label von Matthias Modica und der ist heute mein Elektrobeat Studiogast. Kommen wir noch einmal zurück zu deinem Soloalbum Sonic Rohstoff. Auf dem Cover vermerkt ist, du spielst Piano, Rhodes, Orgel, Klavinett, Bass, Percussion, Synthesizer, Drum Machines, Marimba, noch andere Instrumente und einige der Vocals kommen auch von dir. Du hast schon erwähnt, du hast auch klassisch Instrumente erlernt. Unter den gerade genannten sind da auch einige dabei, die du eher so dir autodidaktisch raufgeschafft hast. Und gibt es unter den eben genannten so ein favorisiertes? Also mein Hauptinstrument ist und bleibt und war immer Klavier. Ich habe, bis ich 18 war, jeden Tag, ich wollte Pianist werden, ich sollte Pianist werden. Und ich habe jeden Tag fast nur Klavier studiert, 4 Stunden, 5 Stunden geübt. Macht es Spaß oder war das so? Ich hatte hier Paul Kalkbrenner auch schon vor vielen Jahren, der musste Trompete erlernen und der hat es gehasst, also weil seine Kumpels haben draußen Fußball gespielt und Paul Kalkbrenner musste damals Trompete lernen. Ach so, nee, ich bin, deswegen ist er vielleicht auch, Entschuldigung, aber macht er vielleicht auch die Musik, die er gemacht hat, mit großem Respekt für den kommerziellen Erfolg. Die Musik war dann, okay, das ist ein Unterschied. Nee, also will ich jetzt auch nicht anmaßen klingen, aber ich komme aus einer Musikerfamilie. Ich habe einmal, meine Freunde waren beim Fußballspielen und ich wollte Klavier üben. Weil okay, du warst in mir schon drin. Überzeugungstäter. Naja, also deswegen mache ich jetzt auch das Cryptox-Label, weil es natürlich große Unterschiede sind. Es gibt viele, die machen Musik, aber sie spüren es nicht. Sie machen es nicht aus einem inneren Drang heraus. Mhm. Sie machen es aus allen möglichen Gründen. Nicht mit Passion, ja. Naja, in dieser Stadt ist es ja auch so einfach, weil diese gewisse Musikarten, da muss man gar kein Musiker sein, sondern man lernt halt, wie das, man lädt sich die Sounds runter, lernt in einem Tag oder 2 Stunden, wie man dann so einen Track macht mit den Präfabrikaten. Sounds und dann hat man ein Musikstück gemacht, aber das heißt noch nicht, dass man Musiker ist im Sinne von, dass man weiß, was man da tut, dass man den ganzen Background hat, den Fundus und vor allem auch ein Instrument spielen kann und weiß, was die Harmonielehre alles bereitstellt. Das ist, ja, und genau, wenn du mich dann fragst nach meinem Art, Musik zu spielen. Ja, ich komme aus einer Musikerfamilie. Ich habe seitdem immer schon am liebsten, egal auch jetzt heute, wenn du mir Sport, Ferien, Essen, was auch immer hinsetzt und Musik machen, dann will ich immer das Musik machen. Okay. Aber nicht mein Kopf, sondern mein Körper will ans Klavier gehen und Töne zusammentun. Genau, aber dann eher die Tasteninstrumente schon, das Nein, favorisierte. Das war mein Hauptinstrument, weil das Klavier natürlich, du bist ja Musikliebhaber, dann weißt du, welche Chancen und Möglichkeiten das Klavier eröffnet, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Instrumenten. Mein zweites Instrument war Schlagzeug. Ich habe 9 Jahre Schlagzeug gespielt, bei auch einem relativ wichtigen Lehrer in München, dem Schlagzeuger der Philharmoniker, hatte ich lange Unterricht dann auch. Das war aber eher Hobby. Und dann habe ich Saxophon, E-Bass, wie aber ganz viele meiner Generation, wo es sozusagen auch ganz uncool war, wenn man kein Instrument gelernt hat, was jetzt ja wieder kommt, so ein bisschen, stelle ich fest, so bei 20-Jährigen so, die differenzieren dann auch, was spielst du? Aha, okay, verstehe, dann bist du ernsthaft und der andere ist dann eher so der, du bist. Und deswegen, die Frage ist, Klavier ist das Hauptinstrument, die anderen sind aber auch alle mit Passion gespielt oder teilweise mal ein paar Jährchen erlernt. Du hast, wie gerade von mir erwähnt, ganz viele Instrumente auf deinem neuen Album selbst eingespielt, aber es gibt auch Gäste, also diverse Blasinstrumente, Electronic Drumming und Howie B. war auch in einem Stück involviert. Wer war noch alles dabei? Da muss ich kurz überlegen. Also auf jeden Fall ein paar junge Jazzmusiker der neuen Berliner Szene. Viktor Wolf ist dabei, der spielt unter anderem bei Andromeda, Mega Orchestra, das kennen viele, die sich mit Musik in Berlin auskennen. Ralf Heidel ist dabei, der ist Künstler auf unserem Cryptox-Label in erster Linie. Da hat er noch studiert in München an der Hochschule, Komposition und Saxophon, war aber auch total in elektronischer Musik. Den hatte ich dann schon gesigned für Cryptox als ersten Künstler eigentlich. Da hat er noch studiert und dann ist er mit mir nach Berlin oder wohnt jetzt dann hier. Und seitdem ist viel passiert, denn er hat von Tarek K.I.Z., klingt erstmal abstrus, aber die Hip-Hop-Welt ändert sich ja auch extremst gerade. Und Tarek von K.I.Z. hatte dann Heidel letztes Jahr angestellt, um zum Beispiel mit ihm eine Neoklassik, eine Kammermusikversion seines Rap-Albums zu machen, Golem. Und Ralf hat eben, inzwischen schreibt er Musik fürs Berliner Ensemble und für verschiedene Theaterstücke und ist hier total angekommen. Genau, der ist mit auf dem Album dabei und dann noch ein paar andere Schlagzeuger, Beatmacher.
Als nächstes habe ich, wenn ich es richtig ausspreche, Mika Mahle aus deinem Album Sonic Rohstoff aufliegen. Gibt es zu dieser Titel-Headline eine Geschichte? Mika Mahle ist ein Wortspiel, das klingt so gut, wenn man nicht Italienisch spricht, okay. Wurde mir gesagt. Sagen, im Italienischen ist es ein Ausdruck, es heißt so viel wie, ist gar nicht so schlecht. Und 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
Studiogast in der heutigen Elektrobeats-Ausgabe ist Matthias Modica, zuletzt gehört Mika Mahle aus seinem Album Sonic Rohstoff und Andalou von Ralf Heidel, auch ein Musiker, der auf seinem Cryptox-Label veröffentlicht. Matthias, du bist der Chef von Cryptox und dem Toytronics-Label. Wie kam es eigentlich zu dieser Namensgebung? Lange Thinktank-mäßig oder ist es dir so erschienen? Nee, das liegt wohl in der Natur meiner Intuition. Die meisten Sachen kommen spontan. Ich komme aus dem Jazz, das heißt, ich komme aus der Improvisation. Ich finde alles langweilig, was lange geplant wird oder lange überlegt wird, sondern ich hoffe, dass die guten Sachen kommen, sozusagen aus Kombination aus Kopf und Bauch. Und so sind diese Namen auch entstanden. Okay, also eher so Fantasienamen, ja? Cryptox. Also Toytronics ist natürlich auch ein gewisses Wortspiel drin. Das ist klar. Ja, Deutsch ist immer so ein Angstwort, sage ich mal noch für viele, hat sich umgedreht. Aber wie können wir dieses Deutsche nehmen und umdrehen und zu sowas Netten schaffen? Und da ist eben das Wortspiel Toy und Tonics, Wasser und Spielzeug ist definitiv ungefährlich. So schafft man die Ungefährlichkeit des Deutschtums. Und Cryptox? Cryptox war auch so ganz spontan, weil ich mir einfach mit meinen Jungs saßen, wir da haben gesagt, was wollen wir mit dem Label? Und dann haben wir gesagt, naja, in erster Linie wollen wir Musik rausbringen, die nicht einordnetbar erstmal, die also das Gegenteil ist von dem, was jetzt die letzten Jahre so groß war. Es gibt den so und so Elektro und den so und so Haus und den so und so, aber wir wollen total offen sein. Also keine Schubladen. Keine Schubladen, absolut gegen jede Art von Schubladen. Wir schaffen lieber neue, das war bei Gomma und bei Toytronix allerdings auch schon so. Und bei Cryptox kam dann dieses, naja, letztendlich ist die Musik kryptisch, sie muss erstmal dechiffriert werden. Ja. Und das gleichzeitig ist es, ich selber bin Musikfanatiker, ich bin nur von Musikfanatikern umgeben, die wie die Wahnsinnigen versuchen, jeden Tag was Neues zu finden, was anderes, was Originelles. Und dann versucht man ja immer Musik zu finden oder auch zu machen, die süchtig macht, die man einfach wieder hören muss und nochmal muss. Und da steht ja das Wort toxisch dafür. Also haben wir Cryptox. Wir haben schon über deine beiden Veranstaltungsreihen gesprochen. Der Juli liegt hinter uns, vielleicht so ein kleiner Ausblick. August und die zweite Location, die erste ist ja neben Birgit und Bier, glaube ich, gelegen. Also so in der Nähe vom Freischwimmer. Und die zweite, glaube ich, in der Landsberger Allee. Ja, das erste ist der ehemalige Garten von einem Club namens Chalet, den viele noch kennen. Der Garten ist jetzt ein eigener Laden, wurde umgebaut und sieht wunderbar aus. Und da machen wir donnerstags diese Cryptox Live-Events mit Party dann auch bis um drei. Delphonic ist der Resident-DJ, der hat früher Oye Records betrieben. Und wir versuchen, da ist vielleicht wichtig zu erklären, eine Art, ich habe immer geträumt von dem Mud Club und von Knitting Factory und gewissen New Yorker Clubs und gewissen Londoner Clubs in den 80ern und 90ern, wo eben das alles zusammenkam, wo es darum ging, Kulturen zusammenzuwürfeln, statt ganz so monothematisch, wie das jetzt die letzten Jahre in Mode war, zu buchen. Und das schaffen wir dort in dem Sinne, dass dann erst die Bands spielen und später immer DJs auflegen und so einen
Loft Larry Levan Vibe zelebrieren. Der ist also gibt's das Gegenteil von ein paar Namen für den August, beziehungsweise auf welchen Portalen kann man sich immer informieren, wer am Start ist? Große Werbung müssen wir da Gott sei Dank nicht machen. Wir machen Full House gar keine. Ja, da gibt es, die rennen uns die Bude ein. Das war jetzt seit 3 Wochen doch erstaunlich. Und man kann aber sich immer über das Facebook-Event informieren. Okay. Cryptox, das Ganze heißt Cryptox Sessions und im Laden Aden und da findet man das Facebook. Dann die nächsten 2-3 Wochen, da kommt die Band Triorität. Es ist auch eine der deutschen neuen Jazz, Neo-Jazz-Punk-Bands, die gerade in England groß gefeiert werden. Giles Peterson ist ein großer Fan. Die spielen bei uns. Dann das Spiritualistic Enhancement Center. Die haben früher auch eine Bar betrieben, da darf ich gar nicht sagen, einen geheimen Spielort in Neukölln, muss ich mal die Zunge schreiben. Aber das ist eine unglaubliche Band, unglaublich musikalisch, weil sie so ein bisschen das Krautrock-Ding mit afroamerikanischem Funk verbindet. Was bei uns ja ganz wichtig ist bei meinen Labels, ist es letztendlich alles basiert auf afroamerikanischen Vibes oder Ideen oder Stilrichtungen, die wir dann. Und der andere Club, den, nachdem du fragtest, das ist die neue Location namens Wellenwerk. Mhm. Ein riesengroßes grünes Areal, das in der Landsberger Allee ist, ich glaube Lichtenberg heißt es. Mhm. Und dort, das wurde umgebaut und wird jetzt von ein paar sehr schlauen, engagierten, super Jungs betrieben, die, es ist eigentlich nur am Wochenende dort, was es ist sehr groß für fast 2000 Leute. Wir machen mit Teutonics einmal im Monat dort. Dann ist Ben Clock vom Clockworks Berghain, hat dort seine Residency einmal im Monat. Das Shit-Label hat dort eine, und das Watergate macht einmal im Monat dort große Events und mit Teutonics. Sind wir eben dort eingeladen worden, auch diesen ganzen Disco- und Musik-Vibe zu. Auch in der zweiten Elektrobeat-Stunde ist Matthias Modica noch mein Studiogast. Du sprachst gerade darüber, Cryptox Label ist ein Label, was offen ist für alle Spielarten. Ein Release, ein Album gibt es dort auch von 2 Musikern, die häufiger bei mir in der Sendung zu Gast waren, von Stimming und Lambert. Die habe ich auch hier in Berlin im Konzert 2-mal erlebt, in der Berghain-Kantine und im Seelchen. Wie kam das zustande? Das war die 2. Platte, glaube ich, die wir veröffentlicht haben, oder 3. Das kam, weil die einen sehr guten, eifrigen Manager haben, der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, verstanden hat, dass wir zwar ein junges, neues Label sind, aber vielleicht die Musik besser verstehen und auch glaubwürdiger an die Leute bringen würden, als wenn sie vielleicht auf den größeren, aber eher alten Elektronik-Musiklabels diese neue Sache machen, die sie da eben gemeinsam gemacht haben. Hier ist The Little Giant von Stimming und Lambert. Thank you.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeats-Stunde. Und auch da ist noch Matthias Modica mein Studiogast. Androgyn aus dem vor 17 Jahren veröffentlichten Munk-Debütalbum Aperitivo und einer der beiden Musiker, die damals hinter Munk sich verbargen. Matthias Modica ist heute auch in der zweiten Stunde noch mein Studiogast. Dieses Androgyn wurde in diversen Modenschauen verwendet. Karl Lagerfeld zählte damals auch zu euren großen Fans. Mein Schatzi war einer seiner Lieblingstracks. Hast du eine Erklärung, warum gerade die Modeszene so auf eure Musik damals abgefahren ist? Die Modeszene im Allgemeinen war es eigentlich gar nicht. Es war eher so eine Ausschnitte. Es waren in erster Linie Pariser Leute und die in der Mode arbeiten, die aber auch ganz konkret bei Lagerfeld war es so, der hat halt jemanden, der ihn mit Musik versorgt. Und, okay, und der Maestro hat das dann abgenickt, oder? Nee, der Maestro war damals, den durfte ich dann auch kennenlernen und ich habe auch mal Musik gemacht, die dann in seinem Film verwendet wurde, den er für Chanel gemacht hat, ich glaube 3 Jahre bevor er gestorben ist. Das Interessante, man sagt es gern so despektierlich, gerade aus so einer deutschen Haltung, ja, die Modemenschen, das sind natürlich Leute, die nicht Modemenschen sind, sondern die extrem kulturell
kulturell interessiert sind und extrem neugierig sind und der ihr Leben daraus besteht, jeden Tag zu versuchen, was Neues zu finden, ob es dann interessant oder uninteressant ist. Und zu diesem Neuen haben wir dann auch gehört, als dann Karl Lagerfelds Team oder später Margiela oder Prada oder diese Firmen, die zwar groß sind, aber auch so einen Innovativitätszweig haben, als die dann auf uns zugekommen sind und wir mit Gomma oder ich mit Munk, für die dann Musik gemacht habe, aufgelegt habe oder Soundtracks gemacht oder was auch immer. Das waren dann jetzt nicht C&A oder Strenes oder irgendwelche normalen großen Firmen, sondern das waren dann eher Leute, die dafür bekannt sind, dass sie zwar Mode machen, aber mit einem Anspruch, immer was Neues zu schaffen. Und da haben wir dann wohl irgendwie reingepasst zu einer gewissen Zeit. Ich glaube, es gibt 4 Munk-Alben. War dann die Geschichte zu Ende erzählt oder besteht die Möglichkeit, Munk in einer ganz neuen Form vielleicht nochmal zu reaktivieren? Nee, also was mir extrem fern liegt, ist die Nostalgie und mir liegt es auch total fern, mich auf irgendwas auszuruhen. Wenn man mal einen Erfolg hatte, egal wie groß oder klein er war, dann ist es zwar schön, aber für mich immer nur der Ansporn, weiterzumachen und dann was Neues zu machen. Und jeder kleine Erfolg oder auch die großen, die wir mit Munk hatten oder mit dem Gomma-Label, das war schön, aber es war nur eine Bestätigung dafür, dass wir richtig lagen mit unserem Originalitätswahn und dem Weg sozusagen, den wir immer begehen wollten, abseits der schon etablierten oder funktionierenden Pfade. Und deswegen, nein, Munk zu reaktivieren, das wäre für mich so kurz vorm eigenen Begräbnis, dann kann ich mir das Grab schaufeln. Ich will immer was Neues machen und Gott sei Dank habe ich das Glück, dass sozusagen die meisten Ideen, die wir so haben in meinem Team, in meinem Umfeld, dass sie dann doch Jahre später meistens bestätigt werden und von anderen auch betreten werden. Meistens sind wir dann schon wieder weiter. Als nächstes habe ich aus deinem aktuellen Album Sonic Rohstoff Cotti Bizarre Untertitel Anti-Theater aufliegen. Dieser Trackname schreit gerade dazu nach einer Geschichte. Ja, gut, die kann ich sagen. Cotti Bizarre Antitheater. Ich bin ein Italiener, der in München zur Schule gegangen ist. Ab meinem 6. Lebensjahr war ich in München und mein Vater war dort, ist auch Künstler, ohne näher einzugehen, und war sehr, sehr wichtig. Oder für ihn war die Kulturgeschichte Münchens sehr wichtig. Für ganz Deutschland ist die Kulturgeschichte Münchens nicht unrelevant und gerade der Film. Und für mich waren vor allem die Münchner Filmleute sehr inspirierend, allen voran Fassbinder, der von München aus die Welt revolutioniert hat und immer noch für ganz viele auf der Welt eine ganz große Referenz ist. Und Fassbinders erste relevante Combo, sage ich mal so salopp, Company, war das Antitheater. Bevor er zum Film gegangen ist oder angefangen hat, Filme zu drehen, so wie wir eigentlich Musik gemacht haben, nämlich ohne Wissen, wie es geht, sondern einfach mal, so mache ich Labels. Ich habe noch nie gelernt, wie man ein Label macht. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Platte produziert oder so. Das ist alles selbst beigebracht und entsprechend vielleicht auch falsch aus professioneller Sicht. Für mich fühlt es sich richtig an. Ich sitze immer noch hier. Aber Fassbinder hat den ähnlichen Zugang zur Kunst. Und jetzt will ich mich auf gar keinen Fall mit Fassbinder vergleichen, aber er ist dann doch sozusagen als Münchner eine ganz wichtige Rolle. Und dieses Antitheater, diese Gruppe, die er da so in den späten 60ern, frühen 70ern hatte, hatte auch so eine Anti-Attitüde, so nennt sich es ja, die aber extrem progressiv war und vieles ja dann auch sozusagen, was er vorgespielt hat, soziologisch im Zusammenleben, in seinem Deutschlandbild, ist dann später Realität geworden, auch von später. Und ich fand dieses Antitheater, diesen Begriff für mich als Münchner, der dann über Marseille und andere Länder, wo ich dann kürzer oder länger war oder gelebt habe, dann nach Berlin gekommen ist vor 5, 6 Jahren und ich wohne am Cotti. Ach so. dann Cotti erklärt sich's bald irgendwie so zusammen. Ja. Vieles kann ich vielleicht sagen und ich meine es weder ironisch, despektierlich noch irgendwie amüsiert, aber vieles, was in Berlin die letzten Jahre stattfand, hat in München vorher stattgefunden. Ja. Und das meine ich auch nicht arrogant, sondern es ist einfach nur beobachtend. Ja. Diese Geschichte der die Türsteher beim Berghain, ja, das ist ja alles München P1, wer ein bisschen älter ist, hat schon in den 80ern über München gelacht wegen dieser blöden Türsteher und wer reinkommt, ist drin und wie wichtig das ist, dazuzugehören. Das hat ja Berlin mit den Techno erst jetzt die letzten Jahre so extremst zelebriert, ja. Oder die letzte Woche zeitig die Demo für den freien Busen in München, in Berlin. Ja. München, der sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, der Bundesrepublik, weiß, dass die ersten Demonstrationen von Studenten für die Nacktheit für FKK in München in den 60ern und 70ern stattgefunden haben. Da sind die Nackten schon vom Polizisten weggetragen worden. Und ganz viele Sachen, die jetzt hier in Berlin stattfinden, haben irgendwie in einer ähnlichen Form schon in München stattgefunden. Auch die Lust auf Disco jetzt. Die ganze Disco-Kultur kommt ja aus München, über Italien. Das München hatte in den 70ern die meisten Disco Europas, sagt man, neben
italienischen Städten, da haben die im Norden noch gar nicht wirklich das Amüsement und den Hedonismus irgendwie zelebriert. Ganz im Gegenteil, in Preußen ist der Hedonismus eigentlich Feind gewesen, ja, der jetzt sozusagen Selbstverständlichkeit geworden ist. Und dieser Begriff, zurückzukommen, Antitheater, Cotti Bizarre, ist für mich so ein bisschen so das Zusammenkommen. Ich liebe es. Ich will nur hier wohnen, gerade in Berlin. Ich könnte auch jetzt gerade gar nicht in München mehr leben. Habe ich alles, tue ich auch noch in gewisser Form. Aber Berlin ist fantastisch. Der Moment ist unglaublich, weil da so ein Aufbruch auch jetzt nach Corona ist. Für mich ist es wahnsinnig positiv, neben aller Traurigkeit und Desaster, was in Berlin die nächsten Jahre passieren wird. Und dieser neue Geist, den ich zumindest und meine Freunde hier feststellen, Cotti Bizarre, bringt das alles ein bisschen zusammen. Beats. Thank you.
1 Selektowitsch Studiogast ist heute Matthias Modica, Musiker, Labelbetreiber, Veranstalter und noch sehr viel mehr. Zuletzt gehört aus deinem aktuellen Sonic Rohstoff-Album Coty Bizarre, wie gesagt, mit einer sehr schönen Geschichte, die du davor erzählt hast, und aus der aktuellen Crowd Jazz Futurism 2 Compost Ghosts von einem Projekt, einer Gruppe, die du vielleicht selbst mal absagst, wie die ausgesprochen werden. Le Millipiede. Ich habe zwar 5 Jahre in Frankreich gelebt, aber mein Französisch ist nicht mehr das Beste. Und das ist einer der Bandmitglieder von The Notwist aus München. Also nicht einer der beiden Archer-Brüder, aber einer der Mitmusiker. Der hat sein eigenes Solo-Projekt und das ist eben dieses hier, das wir dann auf die Compilation geholt haben. An dieser Stelle ganz kurz biografisch in den Rückspiegel geschaut. Wir haben es schon erwähnt, du wurdest 1977 in Rom geboren, bist in einer Musikerfamilie aufgewachsen, hast viele Instrumente klassisch erlernt. Das war schon in der ersten Stunde auch ein Thema. Wann kam dann für dich so im weitesten Sinne die Begeisterung für Elektronik, Krautrock und Vergleichbares? Und kannst du dich da so an Alben erinnern aus deiner frühesten Jugend, die dich besonders geprägt haben und du dir gesagt hast, in die Art und Weise oder in die Richtung möchte ich selbst mal gehen? Ja, ich habe wie gesagt Klavier studiert und kurz nach dem Studium war ich sehr, sehr, sehr unglücklich. Bin oft nach New York und nach London gefahren, weil ich nicht wusste, wohin mit meinen Interessen und mit meinem Geschmack und meinen Ideen im Jazzbereich. Habe ich die damals überhaupt nicht gesehen und ich wollte auch nicht einfach nur Reproduzent von alten Jazzstilen werden, was man damals hauptsächlich gelernt hat an den Hochschulen. Ja, und dann habe ich mich für die elektronische Musik begeistert. Zuerst nicht begeistert, sondern interessiert. Was war das so? Welche Alben? Das ist so späte 90er, war dann Warp und ganz wichtig für mich ein Label namens Mo Wax aus London. Ja, genau. Also so Warp sicherlich, so frühe Square Pusher, FX Twin, genau. Nightmares und ich habe dann auch so Square Pusher gebucht, habe angefangen in München Partys zu organisieren und genau diese Leute eingeladen. Da waren ganz selten Deutsche da, hauptsächlich waren es damals Engländer und Amerikaner. Mich hat eben dann als Musiker, der ich war, einmal alles andere interessiert, was ich noch nicht kannte. Und das war nämlich dann eben die elektronische Musik, die damals bei einem interessanten Moment war, der jetzt ganz, ganz ähnlich ist. Nämlich Techno hatte sozusagen eine kurze Karriere schon, war als die radikalste Musik mit allen Spielarten, die es dann damals auch gab, Ende der 90er, von Gabba bis Minimal und so weiter, war aber jetzt schon lange da und hatte schon so war schon wieder so ein bisschen am Verwehen, weil viele Leute das jetzt schon kannten und sich für neue Sachen interessiert hatten. Und das war eben ein interessanter Moment, weil plötzlich ganz viele neue Arten von elektronischer Musik entstanden. Und das war auch dann der Grund, warum ich damals mit meinem Partner Jonas, der auch Musik studiert hatte und eigentlich mit elektronischer Musik gar nichts am Hut hatten, sozusagen gesagt haben, nee, dann ist doch jetzt Platz für uns hier. So, Techno stirbt jetzt wieder und dafür kommen jetzt ganz viele neue Kunden auch. Potenzielle, sage ich mal, so Interessierte. Es kommen Leute, die wollen auch mehr von der elektronischen Musik als das, was man jetzt Anfang der 90er geschaffen hat. Und das war für uns so ein bisschen der Ansporn, dann Gomma zu gründen und mit diesem, ich wollte schon fast sagen, Querdenken. mit diesem Suchen, ja, geht nicht mehr. Aber wenn man auch nicht. Aber genau, mit dieser Sucht, mit diesem manischen, nach Unterschieden suchenden und nach Neuem suchenden, was wir immer noch haben und damals ganz extrem war, das war dann ein guter Moment sozusagen. Für uns war es auch ganz wichtig und das haben wir aber viel, viel später erst gesehen. Wir sind in die elektronische Musik als Musiker gekommen, in einer Zeit, wo ganz, ganz viele Nicht-Musiker angefangen haben, Musik zu machen. Denn die Clubwelt und die elektronische Musikwelt, das ist bis heute so, besteht vom großen Teil, das mag jetzt wie ein Vorurteil klingen, aber ich habe dann doch relativ viele Leute kennengelernt, aus Leuten, die eigentlich eben nicht von der Musik kommen und kein Instrument auf können oder eine ganz rudimentäre. Was manchmal interessant sein kann, weil man dann komplett unbefangen was macht. Aber das limitiert natürlich auch extrem. Deswegen ist die elektronische Musik oft auch, ich meine es nicht verallgemeinernd, aber auch sehr einfältig und repetitiv. Ja, weil sie halt nicht von Musikern gemacht werden. Das ist wie wenn ein Auto nicht vom Automechaniker zusammengebaut wird, könnte es vielleicht schon irgendwie funktionieren. Aber am Ende ist das Auto besser, wenn man weiß, was man da hat und wie man aus dem was Neues schafft.
Als nächstes habe ich Niklas Wandt mit Erdtöne aufliegen, auch ein Musiker, der auf Cryptox veröffentlicht. Vielleicht, weil du gerade darüber sprachst, ein paar einleitende Worte von dir, dass seine Musik klingt doch auf der einen Seite sehr elektronisch und hat aber vielleicht auch so Krautrock-Einsprengsel. Ja, Niklas ist ein sehr spezieller und sehr interessanter und ich finde ein sehr moderner Charakter, denn er repräsentiert so ein bisschen das, was jetzt gerade neu Einzug hält in der elektronischen Musikwelt, denn Niklas ist eigentlich studierter Schlagzeuger. Mhm. Und er ist auch Jazzer im Sinne von, er ist sogar Redakteur, ich glaube beim NDR für Jazz-Sendungen, hat also ein extrem umfangreiches Wissen und zwar nicht nur als Musikfan, sondern auch als Musikmachender mit Skills. Ja? Und das unterscheidet ihn dann doch. Und entsprechend ist auch sein musikalischer Output. Bei uns hat er 2 Release gemacht, glaube ich. Und im Herbst kommt noch ein Free Jazz Album. Der macht aber ganz viel verschiedene Sachen. Er ist auch auf verschiedensten Labels. Er hat eine NDW-Band, die jetzt versucht, neue Formen von deutscher Popmusik zu machen. Genauso wie ein Free Jazz-Duo hat, das dann bei uns auf Cryptox ist. Der hat eben diesen ganz anderen Zugang zur aktuellen Welt und das ist, finde ich, der Zugang, der jetzt die nächsten Jahre relevant wird. Das wird doch dann einen Unterschied machen, ob man was kann und sozusagen mit einer gewissen Frische und Knowledge und Musikalität jetzt in die Elektronik reingeht oder ob es nur um das Wiederholen von schon etablierten Pfaden geht, als DJ meinetwegen, als Producer. So. Und Niklas ist, glaube ich, das, was relevant wird und deswegen ist er als Figur in Deutschland gerade sehr wichtig. Ein weiterer spannender Act oder eine Gruppe ist Karab. Auf Cryptox 17 erschienen. Da habe ich dann im Anschluss das Stück Der Inder aufliegen. Wer bzw. ist Karaba oder sind? Karaba ist auch ganz interessant. Die Jungs sind auch, glaube ich, Anfang 20, sind alle aus München. Und wer sich ein bisschen mit der deutschen Musikgeschichte auskennt, weiß, dass München mit dem Kölner Raum halt das Zentrum der Krautrock-Szene war. München war ganz, ganz wichtig, aber die Stadt damals halt extrem frei war. Das, was Berlin heute ist, war München ein bisschen in den 70ern. Da ist man hingezogen, Freddie Mercury bis zu den verrücktesten Typen. Weil dort Musicland-Studio, Moroder, genau. Aber auch ganz viel der Kraut- und experimentellen, aber auch der neuen Musik. Ja, man darf ja das nie vergessen. Deutschland steht ja im 20. Jahrhundert für die neue, zeitgenössische Musik vor allem, also der E-Musik. Mhm. Und da war München auch das Zentrum in dieser Zeit. Und Karaba sind die junge Münchner, die aber nicht nur großer Fan sind und das alles aufgesaugt haben, was da in München seit den 60ern passiert ist, zwischen Krautrock, zeitgenössischer Musik, Jazz und Elektronik und Disco, sondern die kennen auch viele der noch Überlebenden. Denn in München ist es wirklich so, dass viele der älteren Krautrock-Embryo-Amondyl-Leute eigentlich noch sehr präsent sind und viele der jungen Musiker, mit denen connected sind, oft auch gemeinsam spielen oder Unterricht hatten. Und dieser Geist, obwohl man das vielleicht von außen München nicht unterstellen würde, aber dieser freie, hippie, anarchische Geist ist doch immer noch präsent, auch wenn er bald weggentrifiziert wird. Er ist noch da. Mein Label Cryptox repräsentiert auch ein bisschen diesen anarchischen Münchner Geist, so das anders sein wollen, aufs Teufel komm raus. Manchmal ist es vielleicht auch ridikül, aber es ist doch eine bayerische Sache, sag ich mal. Oder Italiener, ich bin ein Italiener in erster Linie, fühle ich so. Und diese Jungs Karaba, um die Geschichte zum Ende zu führen, sind Münchner Instrumentalisten. Ein paar von ihnen haben studiert, andere sind einfach nur extrem talentiert. Und die machen einen neuen Psychedelik-Sound, der klar im Sinne der alten Krautrockern ist. Aber sie sind technisch und musikalisch doch auf so einem zeitgeistigen Niveau auch, dass es fast, man kann nicht sagen, es gibt ja sehr viel immer diese wiederholenden, ich will so klingen wie. Mhm. Und hier muss ich sagen, es ist ganz originär und gleichzeitig in der Vergangenheit verhaftet. Und wir leben in einer Zeit, wo das eigentlich sozusagen ein Qualitätsmerkmal ist. Das werden wir gleich hören davor. Niklas Wandt mit Erdtöne. Thank you.
Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene. Thank you.
Mein Radio 1 Electrobeat Studiogast ist heute Matthias Modica, Labelbetreiber von Toytronics und Cryptox. Und auf dem letztgenannten Label sind auch Platten von Niklas Wand und Caraba erschienen, die wir zuletzt gehört haben. Du hast unlängst in einem Interview bemerkt und auch schon in der ersten Stunde mir gesagt, aber für die Hörerinnen und Hörer, die sich später eingeschaltet haben, dass zu deinen Veranstaltungen ganz viele junge Leute kommen und dass Berlin auch so die neue Hochburg für Jazz sein könnte. Wie kommst du zu dieser Einschätzung? Erstes vielleicht, nehme ich mal das zweite vorweg, die neue Hochburg des Jazz. Ich muss vielleicht kurz erklären, den Begriff Jazz benutzen wir in meinem Umfeld ganz bewusst nicht die verschiedenen alten, traditionellen Jazz-Richtungen meinend, sondern Jazz als Begriff, als inklusiver Begriff. Sozusagen, es geht um Musik, die jenseits von irgendwelchen Grenzenkategorien ist und die meistens dann doch auch von Instrumentalisten gespielt wird. Und was man in Berlin feststellen kann, zumindest ich, der ich jetzt seit 6 Jahren hier lebe in Kreuzberg, allein in dieser Zeit sind unglaublich viele Musiker nach Berlin gezogen. Jetzt nicht nur DJs, das ist natürlich sozusagen das alte Klischee, aber es ist einfach eine Musikerstadt geworden, weil, und das ist ja auch ganz klar, die Stadt ist immer noch viel billiger als Amsterdam, Rom, London, New York, Tokio. Und wenn man ein ambitionierter Musiker ist, der aber auch versuchen will, vielleicht andere ambitionierte Musiker zu finden, die frei jeglicher Grenzen sind und vielleicht auch nicht unbedingt ihr Geld als Instrumentallehrer verdienen wollen in ihren Heimatstädten, dann ist es logisch, dass irgendwann Berlin eine Option wird. Und genau das ist jetzt die letzten Jahre passiert. Nicht nur Disc-Jockeys und Nachtlebensleute sind nach Berlin gezogen, sondern eben ganz viel Musikmacher. Und die haben sich inzwischen teilweise hier angesetzt und haben neue Gruppen gegründet und viele spielen in verschiedensten Gruppen. Es ist aber, seit ich eingetaucht bin in diese Universen, vor allem in Neukölln, Kreuzberg, sind unglaublich. Jeden Tag entdecke ich einen neuen Musiker, der mich selbst irgendwie vom Hocker haut oder der irgendwas Interessantes macht, was respektabel ist oder irgendwie erfrischende Ideen sind. So. Du hast das Stichwort geliefert zur Schmelztiege, eine sehr internationale Band habe ich als übernächstes aufliegen. Perilymph, da hast du, während die Musik gerade lief, mir gesagt, doch aus ganz unterschiedlichen Ländern sind das Musiker. Also Perilymph ist eine symbolhafte Band für dieses Universum, das ich jetzt hier in meinem Umfeld in Berlin sehe. Das ist eine Band bestehend aus einem Londoner, einem Pariser, einem Italiener und einem Frankfurter, glaube ich. Die leben alle in Berlin, haben hier auch schon längst so ihre Wurzeln geschlagen, wie man so sagt, altdeutsch, und arbeiten hier, haben ihr Studio hier, haben einen Fankreis hier und werden, da bin ich recht sicher, auch vielleicht von Berlin aus eine große Karriere starten, als internationale Berliner Band, wie es eben so wahnsinnig viele gibt und die ich so interessant finde, die hier zustanden. Übrigens, wenn ich das anmerken darf, auch in den letzten Jahren sind ja schon internationale Musikkarrieren aus Berlin gestartet, ohne dass das man in Berlin wirklich groß zur Kenntnis genommen hat. Zum Beispiel die Parcels, die wir alle kennen und, glaube ich, auch mögen und respektieren. Das ist nur eine von den Bands, die von Australien nach Berlin gezogen ist und von hier aus eine Weltkarriere gestartet hat. Genauso wie es natürlich viele Berliner gibt oder Deutsche, die es in Berlin versucht haben und dann aber nach Amerika gegangen sind. Wir sprachen früher über Boys Noise, über Zed. Es gibt ja eine ganze Reihe von deutschen Produzenten, die international extremst erfolgreich sind, aber eben nicht von Berlin aus, sondern dann in andere Länder gehen. Das ist ganz interessant, finde ich, dieses Gegenüberstellen. Stimmt. Bevor wir Perilymph hören werden und gleich uns ein Urteil bilden, wie die klingen, habe ich von dir ein weiteres Stück aus deiner neuen Platte Sonic Rohstoff aufliegen. Bisschen kryptischer Titel Heng Bogam. Für welche Sache steht das? Das ist ein südkoreanisches Wort oder ein koreanisches Wort. So tief bin ich noch nicht eingetreten. Ich lerne die Sprachen auch nicht. Deswegen ist es eher aus Begeisterung. Ich bin ein Fan von dem, was in Südkorea passiert. Versuche mich immer sozusagen auf dem Laufenden zu halten, was Japan und südkoreanische Popkultur Strömungen auch schafft. Auch in der Kunst ist es interessant. Und irgendwann ist mir dieses Wort in die Quere gekommen. Das heißt, glaube ich, sowas wie Gemüse.
gemütlich. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Und es hat mir irgendwie gefallen. Vor allem hat mir das gefallen, wenn man es anguckt, das Wort, dann sieht es dänisch aus. Stimmt. Ja, die Assoziation hatte ich auch. Hm? Oder? Ja, genau. Eben ich auch. Und dabei ist es südkoreanisch. Die Welt ist viel kleiner, als wir alle dachten. Beats.
Musik von Matthias Modica, meinem heutigen Elektrobeat-Studiogast, aus seinem Album Sonic Rohstoff und der Gruppe Perilymph. Die Zeit rennt uns etwas davon. Vielleicht noch, Matthias, ein paar Bemerkungen zu dem sehr schönen Cover-Artwork deines Albums. Wer hat das gestaltet? Das ist ein Künstler aus Prag, aber eigentlich in Moskau geboren, Alexei Sachow. Und wie so vieles habe ich auch diesen Künstler online gefunden auf Instagram. Das ist ja für sozusagen heutzutage die einfachste Möglichkeit, neue, junge, unbekannte Künstler, Musiker und so weiter zu finden. Und da ist er auch irgendwann aufgetaucht. Er hat weder eine Galerie, noch hat er arbeitet als Restaurator. Mich hat das aber geflasht, was er da mit Digitalmalerei macht, weil ich das gerade sehr erfrischend finde, sozusagen. Die ganzen morphenden Möglichkeiten, die man mit digitaler Kunst hat. Und er steht für so eine neue Generation, die damit experimentiert. Er ist kein etablierter Künstler, aber das finde ich dann umso spannender. Du machst ihn jetzt berühmt. Das hoffe ich, aber ich glaube nicht, dass meine Kraft. Wir haben in diesen beiden Elektrobeat-Stunden über viele Aspekte deiner Lebens, deiner langen Musikerlaufbahn schon gesprochen. Du hast auch zahlreiche spannende Leute produziert, vielleicht fast so zum Abschluss. Welche sind dir da so besonders positiv in Erinnerung geblieben? Du sprachst vorhin über LCD Sound System in der ersten Stunde, aber vielleicht so zwei, drei andere Namen? Das war natürlich sehr viel im Laufe der 20 Jahre, aber mit Asia Argento arbeiten hat Spaß gemacht und wir haben unlängst wieder uns besprochen, kann sein, dass da nochmal was kommt. Mit Peaches haben wir ein Album gemacht. Peaches ist auf jeden Fall, wenn man in Berlin ist und weiß, was Peaches und diese Generation am Berliner, in Anführungsstrichen, Musiker gemacht hat, dann wird man doch ein bisschen nostalgisch und wünscht sich dieses Berlin der späten 90er und frühen 2000er Jahre zurück mit den ganzen wilden Clubs, wo es wirklich sozusagen um multidisziplinäre Subkulturen ging und ja, keine Ahnung, du bist Krautrock-Fan, vielleicht erwähne ich das. Ich habe ein Album mit Jackie Liebezeit eingespielt, zwei Monate super, vor seinem Tod. Und da war natürlich so ein einschneidendes Erlebnis, das so einschneidend war, dass ich es nicht veröffentlicht habe. Ah, okay, weil er hat ja viele Alben auch mit Bernd Friedman. Also ich habe ihn in Berlin auch in einem seiner letzten Konzerte beim By the Lake Festival live erlebt. Ja, da hoffe ich, das war eine großartige Zusammenarbeit. Ich hoffe, ich werde sie irgendwann veröffentlichen können. Vielleicht so am Schluss noch so ein kleiner Ausblick auf zweite Hälfte 2021 und vielleicht darüber hinaus. Auf welche Künstler oder welche Platten dürfen wir uns so in den nächsten Monaten freuen? Wir bereiten sehr viel vor und es kommen nicht nur auf Cryptox, aber auch auf Teutonix, dem Hauptlabel, interessante Sachen raus. Unter anderem haben wir den Joel Holmes, das ist ein amerikanischer Pianist, hat auch einen Grammy mal gewonnen, der war der Keyboarder bei Carl Craig in seinem Synthesizer-Ensemble lange, ist aber auch Jazzpianist, hat bei Roy Hargrove und anderen großen amerikanischen Jazzern gespielt. Der lebt in Berlin seit 3 Jahren, ist zu meiner Teutonic-Blase hinzugestoßen und hat jetzt hier in Berlin ein Album produziert, das wirklich elektronische Musik und Jazz nochmal auf einen ganz anderen Level hebt. Und das finde ich interessant. Cody Curry ist auch ein englischer 22-jähriger Londoner Produzent, der auch hier in Berlin lebt und um den rum so ganz viele Londoner sind, die jetzt auch mit im Teutonix Cryptox Umfeld so teilweise aktiv sind. Der Cody Curry, der auch jetzt in Berlin lebt, bringt ein Album. Und ich kann es gar nicht alles aufzählen. Es sind sehr viele internationale Leute, die alle hier in Berlin leben, mit denen wir jetzt auf beiden Labels Teutonix und Cryptox versuchen, neue Stilrichtungen so ein bisschen aus der Stadt heraus zu propagieren. Elektrobeat Studiogast war Matthias Modica. Bedanke mich sehr für deinen Studiobesuch. Wünsche alles Gute für deine beiden Labels. Da steht diverses Spannendes in der nächsten Zeit an und natürlich deine beiden tollen Veranstaltungsreihen. Und wir verabschieden uns aus dieser Stunde, aus dieser Sendung mit Ostinato Icebox aus deinem Album. Danke dir. Danke auch, Olaf. Vielen Dank. Thank you.
Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.